Hallo, Sion hier, willkommen zurück zu Let's Play Ys Chronicles und ich würde sagen, wir legen direkt los und warpen uns wieder zurück, denn wir können uns jetzt auch zum Runaway Hideout warpen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben als Black Rune. Und wieder diese Epic Mucke, nice. Sollten jetzt aber Gegner sein, die wir auch besiegen können, aber wir haben ja gesehen, dass hier schon jemand gewesen ist und die haben die Tür zugemacht, weil sie dachten, wir wären ein böses Monster. Aber jetzt, wo wir wieder als Adel in der Adel-Form rumlaufen können, sollte das eigentlich kein Problem sein, dass wir uns jetzt normal mit den Leuten unterhalten können. Ha. Es tut mir übrigens leid, dass diese Woche oder letzte Woche, je nachdem wann ich das hochlade, wow, muss ich mal ganz kurz heilen. Aber es tut mir wirklich leid, dass ich es nur geschafft habe, ein Part hochzuladen für Ys. Das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Eigentlich würde ich gerne zwei pro Woche machen. Aber manchmal klappt das von der Zeit einfach nicht. Ys brauche ich tatsächlich ein bisschen mehr Vorbereitung als bei Grandir. Auch wenn ich Grandir viel mehr schneide und so. Und mit Ys auch eine Menge Spaß habe und alles. Aber irgendwie brauche ich leider ein bisschen länger für die Ys-Folgen. Aber im Endeffekt, solange wir hochkommen, und das Projekt ist ja auch nicht mehr so lang, denke ich mal, seid ihr hoffentlich nicht so böse. Ich hoffe es halt. Und dann können wir auch in Ruhe dieses Abenteuer weiter angehen. So, ich glaube mal 160 sollte erstmal okay sein. Alles klar, das passt. So, dann dashen wir mal durch. Dashen, Okami dashen. Ihr könnt mir alle nichts. Könntet auch zur Sicherheit einfach die Feuermark... Oh, komm. Come on. Sag mal. Ja, dann so setzen wir halt Feuer ein. Normalerweise mache ich die Gegner eigentlich alle lieber per Nahkampf, aber wenn das Spiel das nicht möchte, und ich glaube, das war... Moment, welche Brücke war das? Oh, jetzt muss ich mich aber wirklich mal hier an Riemen reißen und gucken, wo der Durchgang eigentlich genau war. Hier war offensichtlich nicht. Euer Egal. Ich bin eben über die erste gegangen, ne? Gehen wir mal über die hier nochmal. Ich meine, das war hier. Bin doch da beim letzten Mal so flüssig fix hingekommen. Schauen wir mal. Hier ist nichts. Ah, wie ich es feiern... Oh, wow. Ja, wie ich es feiern würde, wenn ich tatsächlich Maps von allen Spielen hätte, die ich spiele, ne? Die keine Ingame-Map haben. Ich würde es feiern. Aber gut. Ein bisschen Orientierung würde mir auch nicht schaden, wenn ich da mal ein bisschen dran arbeiten würde, um ehrlich zu sein. So, aber das sieht jetzt richtig aus. Das sieht richtig aus. Das sieht verdammt... Oh. Oh, wow, wow. Und auf 31 gefällt mir nicht. Verrecke. Sauber. Ganz vorsichtig. Okay. Zur Sicherheit einmal schießen, falls da irgendwer ist, ne? Ich glaube, hier war es sogar, ne? Hey, hey. Genau. Danke, mir machst du die Tür auf. Hey, der Miner von Lance. Ja, ich kann mir den Rest vorstellen. Du wurdest gefangen genommen und bist hier gelandet. Lilia ist auch hier. Ah, die redet die ganze Zeit über mich. Oh, die ist ja lieb. Pretty smooth, Loverboy. Alles klar, gerne. Lass mich durch. Oh, ich hab sie vermisst, die gute Lilia. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, wo sie ist, ne? Wer bist du? Kyle. Mariah, okay. Das soll natürlich nicht passieren. Okay, das hast du schon gesagt. Ich hab dich gerade verwechselt mit dem guten Typen hier. Neut. Ja, das bin ich. Ah, ich weiß nicht, ob ich mit dir geredet habe tatsächlich. Und zwar. Okay, aber irgendwie komme ich da hoffentlich hin, ne? But if you touch a goddess statue with something once owned by the goddesses, you'll go where you need to be. Das ist gut zu wissen. Aber ihr könnt euch wahrscheinlich auch selber ausmalen, was das heißt, ne? Und... Hey! Ja... Es ist, ja, ich bin es. Wie happy sie ist. Aber ich habe sie vermisst. Alles gut. Und sie haben mich einfach verschleppt, ja? After a demon named Keith saved us from the bell tower where we were being held. War das derselbe, der mit dem Kleinen eingesperrt war? Sehr nice. Das gefällt mir. Yeah. Ein ominous voice. Oh oh. Moment. What the fuck? Du wusstest nicht, dass sie hier sind.
Oh, scheiße. Oh, shit. Und was hast du jetzt vor? Scheiß. All at once, all sound was drained from the immediate vicinity. For a moment, Abel feared he had been stricken deaf. Ach, mich lässt du dafür am Leben, ja? Du hast alle versteinert. Scheiß. Selbst der komplette Ingame-Sound ist weg, ne? It was at this moment Adel knew. He fucked up. Scheiß. Aber gut, ich möchte ein bisschen Zeit sparen und eigentlich mich ganz kurz warpen. Auch wenn es wahrscheinlich total unappropriate ist, möchte ich doch ganz kurz zu Lance Village zurück. Ah, und Moment, stimmt, Lance Village, er ist der Miner von Lance Village, dann habe ich doch bestimmt mit ihm geredet. Aber ich möchte nur ganz kurz mit der Mama reden, um mich ein bisschen schneller zu heilen und gucken, ob vielleicht Adel diesbezüglich etwas zu sagen hat. Da bin ich mir nämlich gerade tatsächlich nicht sicher und ich glaube, es geht trotzdem schneller, als wenn ich einfach stehen bleiben würde. Außer ich würde es cutten, dann wäre es für euch natürlich schneller, aber naja. Hey, ich habe deine Tochter gefunden. Okay, gut, er sagt es nicht. Ist viel. Ah, doch. Adel couldn't bring himself to tell Benoa of Lilia's fate. He made a silent oath to find some way of returning her to normal. Okay. Na gut, das kann ich verstehen. Das ist ja auch nicht besser. Hey, ich habe deine Tochter gefunden, aber sie ist jetzt versteinert worden. Und das bringt sie ja gleich ins Grab, glaube ich. Okay. So, jedenfalls, wir haben jetzt den Key und was wir mit dem machen können, ist diese Türen, wie diese, die ich gerade eben geöffnet habe, komplett zu durchqueren und ich glaube, hier geht's nur wieder, genau, hier wurden auch alle versteinert, ey, unglaublich. Unglaublich, wirklich, ey. Wer glaubt dieser Dallas, wer ist? Dark Fact für Arme ungefähr? Aber gut, wir werden sehen. Wobei Dark Fact war eigentlich gar nicht so schlimm, bis auf der Kampf, ne? Aber er selbst, ah, Moment, doch, das ist der richtige Weg. So. Na kommt, der ist auch sein Vorfahrer, ne? So, komm her. Oh. Oder Nachfahre, je nachdem eigentlich. Aber ich suche gerade den Weg hier. Oh. Den Weg. Oh, fuck. Sag mal. Das ist echt nicht so easy eigentlich, dieses. Diese kleinen Viecher. Oh. Sind echt nicht schwach. Muss man mal echt sagen, ey. Wenn die einen richtig erwischen, könntet ihr durchaus heute ein Game Over Screen sehen. Und das will ich eigentlich nicht. Na komm. Muss halt doch ein bisschen aufpassen. Was hast du denn da gemacht? Gepennt? Verrecke, ey. So, schauen wir mal. Diese Tür allerdings funktioniert noch nicht, aber merkt euch, dass diese Tür hier ist. Die wird auch nochmal wichtig werden. Wir können aber auf jeden Fall draußen uns jetzt ein bisschen besser bewegen. Würde mich eigentlich nur ganz gerne noch ein bisschen heilen. Gut, wir sehen uns sofort. Okay, 149 sollte okay sein. Musste mich nur eben ein bisschen bewegen, weil ein Vieh doch gespawnt ist. So. Ich muss mich nur ein bisschen orientieren hier, weil ich wahrscheinlich jetzt wieder ewig laufen werde, um zu finden, was ich suche. Und es gibt hier eigentlich jetzt mit der Möglichkeit, die wir haben, einiges auch zu holen. Das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Ihr habt ja auch einige Türen gesehen, die ich noch nicht öffnen konnte. Und schauen wir doch mal, ob wir da jetzt nicht ein bisschen weiterkommen. In diesem Sektor hier vor allem. Schauen wir mal. Ich gehe mal auf gut Glück durch die verschiedenen Türen. Zum Beispiel hier kommen wir rein, ne? Hey! Ach, hier war ich schon. Sage mal. Ich bin zu spät. Ne, ich meine, hier waren wir schon gewesen. Okay. Dann war das nicht die richtige Tür. Aber auf jeden Fall mit dem Shrine Key kommen wir eben durch all diese Türen, die wir gerade gesehen haben. Und damit müssen wir einiges Neues an Items noch bekommen. Mein Problem ist nur, dass ich mich nicht gut orientieren kann. Und dadurch wahrscheinlich einmal zu viel als einmal zu wenig hier durch die Gegend laufe. Aber ich hoffe, ihr habt wie immer für ihr ein bisschen Zeit mitgebracht. Ne? Ich denke mal, solange ich euch noch irgendwie mit meiner Stimme hier unterhalten kann, ist es wahrscheinlich nicht so gravierend schlimm, ne? So, aber schaut mal hier. Yay, das Eilenschild. Sehr nice. Das war sogar das Einzige, glaube ich, was ich in diesem Gebiet holen musste. Okay.
Alles klar, ich will das aber auch direkt ausrüsten, weil schaut mal, von 149 auf 155, es ist jetzt nicht so game-breaking viel, aber mehr Abwehr ist definitiv mehr Abwehr, würde ich sagen. Ah, ich meine, es gibt aber noch eine Sache, die wir hier holen wollen. Frage ist, wie schnell ich die finden kann. Bin selbst gerade ein bisschen geflasht von mir, dass ich da so schnell hingefunden habe. Ich weiß ungefähr, wo das Letzte ist, was ich haben will, nur mein Problem ist nicht zu wissen, wo es ist. Mein Problem ist eher der Weg dahin. Ob glaubt's oder nicht, ne? Aber so ist es tatsächlich. Schauen wir mal. Könnte auch sein, dass ich hier schon war und nur falsch abgebogen bin. Ich weiß, ich hätte in Albuquerque links abbiegen sollen und so. Ah, ne, nicht gehen, bitte. Mensch, von den Farben her sehen die ein bisschen aus wie der Joker. Das sieht aber gar nicht so verkehrt aus gerade. Aber vielleicht muss ich da doch hoch. Ne. Mensch, sage mal. Muss euch ja nicht mal unbedingt töten. Mein Level ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich glaube, hier ist sogar richtig. Yay, die Time Magic. Die wollte ich haben. Das passt eigentlich. Ich will mich aber ganz kurz aufladen. Okay, eigentlich würde ich sagen, müssen wir den Part auch nicht mehr zu lang machen. Aber ich will von diesem Punkt aus nochmal warpen zum Ramia Village, weil ich glaube, das ist für mich ein bisschen schneller. Weil wir müssten jetzt mit dem linken Abschnitt von der Map fertig sein. Und bewegen uns jetzt zum rechten. Ich bin's nochmal. Beziehungsweise wir können auch nochmal ganz kurz gucken, ob in diesem zentralen Abschnitt noch was ist, was ich vielleicht holen kann. Weil ich, um ehrlich zu sein, nicht mehr weiß, ob hier solche Türen waren. Ich glaube ja. Aber, oh Moment, da ist sogar eine Boss-Tür, ne? Ich glaube, da will ich eigentlich noch nicht hin, ne? Oder darf ich da überhaupt schon rein? Lass mich nochmal schauen. Ah, tatsächlich, ich darf schon rein. Aber das machen wir ein bisschen später. Da gibt es vorher noch ein bisschen was anderes zu holen. Aber gut zu wissen, dass die Boss-Tür hier ist. Wir haben aber vorhin noch was bekommen. Was war das? Die Time Magic, ne? Und zwar hier. Die sorgt dafür, dass das Spiel kurze Zeit stehen bleibt und wir dann eben an Gegnern super vorbeikommen. Aber schaut mal, es kostet ein bisschen MP. Aber ich finde diesen Spell super nice. Es ist ein richtig, richtig cooler Spell, finde ich. Ich frage mich allerdings, wie dieser in der Originalversion aussieht, weil das weiß ich nicht. Das wäre aber interessant zu wissen, glaube ich, um mal zu sehen, wie dieser Spell auf der Originalkonsole aussieht, ne? Also im 8-Bit-Spiel, ob dann auch alles stehen bleibt, ob es den da gibt, das weiß ich nicht. Da habe ich kein Research angestellt, deswegen sorry. Aber falls ihr Lust und Laune habt, da mal die Time Magic anzuschauen, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wie das da aussieht. Gerne. Oder ob es die halt überhaupt gibt. Das ist halt auch so die Sache, ne? Weil ich meine, man darf nicht vergessen, das hier ist ein Reboot, ne? Und manchmal denkt man gar nicht dran, dass Ys ein Reboot ist. Zumindest Ys 1 und Ys 2 und Ys 3 auch. Und allein deswegen, ja, es ist kein reines, also natürlich, das hier ist ein PSP und ein Steam-Spiel, aber natürlich ist es halt eigentlich nur ein Reboot. Aber naja. Gut, ich glaube, in diesem Abschnitt wollte ich auch, weil hier noch einige Türen sein müssten, die wir halt vorher nicht betreten konnten. Und wenn wir das alles fertig haben, dann weiß ich zumindest, wo jetzt der Boss gewesen ist. Und der Weg dahin dürfte dann nicht so schwierig sein. Also, das sage ich jetzt, ne? Wartet mal dann auf den nächsten Part, wie lange ich dann brauche, um den wieder zu finden. Ah, das wird wahrscheinlich dann nicht so cool. Schauen wir mal, hier war das Gespräch, kann das sein? War das hier? Auf jeden Fall kommen wir hier jetzt rein. Yay, ich glaube, wir sind sogar richtig. Das sieht zumindest richtig aus. Ich bin aber... Wow, fuck, ey. Der hat ja meine Feuer-AOE. Also gegen die Gegner wäre es, glaube ich, super, die neue Magie auch zu nutzen, wenn man unbedingt muss, ne? Boah, die Gegner sind hier aber wirklich ein Bocken stärker als in dem anderen Kanal, ne? Muss man schon sagen. Aber hey, das Silver Pendant. Sehr nice. Ey, wieso läuft das heute so gut? Ich bin selber gerade überrascht, wie gut es heute läuft, ey. Ich meine, bin ich wirklich ich? Spiele ich das gerade so gut? Mensch, also heute habe ich wirklich zwei Schulterklopfer, glaube ich, für meine Orientierung verdient, die eigentlich gar nicht so daneben gewesen ist. Bin aber jetzt aus dem Kopf auch nicht mehr sicher, wie viel es hier unten noch zu holen gab, aber ich meine, ein bisschen was gibt es noch. Ich würde aber auch sagen, zur Sicherheit bleibe ich vielleicht hier ganz gut stehen und lade mich mal eben nochmal auf. Okay. So, also schauen wir mal, ob hier unten noch irgendwas Interessantes ist und ansonsten, glaube ich, können wir für heute den Part eigentlich auch beenden und eigentlich sieht es aus, als wäre hier nichts mehr. Nee, ich glaube, wir sind hier anscheinend durch.
Wie viel Erfahrung bringt ihr eigentlich? Na, auch nicht so viel. Okay, gut. Dann würde ich sagen, können wir den Part hier beenden. Ich werde mich wieder zurückwarpen zu Ramia Village anscheinend. Und beim nächsten Mal werden wir dann definitiv den nächsten Boss angehen, der ja direkt im Zentrum liegt, ne? Aber wie stark der tatsächlich ist, ihr seht's beim nächsten Mal in Let's Play Ys 2 Chronicles. Ich bin Sion und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin.